Wunderschönen guten Tag zusammen. Ich dachte mir, ich bringe uns alle mal wieder auf den aktuellen Stand der Dinge. Ich habe auch meine Zeichnung angefasst und glaubt mir, ich werde euch jetzt nach und nach so ein paar Themen erzählen und jetzt auch erstmal live zeigen, wie jetzt alles irgendwie aussieht. Ihr seht, es gibt schon eine Planung. Ich scroll jetzt extra mal nicht runter. Ihr müsst bis zum Ende schauen, damit ihr wirklich die Hardcore-Planungen seht, die jetzt halt eben anstehen. Lasst uns mal ganz, ganz kurz erst zum Bild kommen. Da gehe ich gleich erst drauf ein. Ich fange jetzt mal eben gleich hier oben an, wo meine Maus ist, wo ihr seht, DSL-Anschluss, Edge-Router X. Ich nehme jetzt gleich mein Handy, gehe einmal kurz zumindest in die Räumlichkeit namens Abstellkammer, gehe dann runter in den Keller, damit ihr auch da einfach mal einen neuen, ja, den aktuellen Zustand seht, damit ihr bei dem Projekt quasi auch dabei seid. Und dann erkläre ich euch die rechte Seite und alles, was nach unten kommt, erkläre ich euch dann. Und auch welcher schöner Vorteil sich mittlerweile einfach ergeben hat durch dieses ganze Konstrukt, reden wir aber gleich drüber. Sind wir mal ehrlich, ich zeige euch die nackte Wahrheit, wie das Chaos aktuell aussieht und ihr könnt es auch gleich verfolgen. Deswegen sage ich auch immer, ich versuche die Farben so ein bisschen anzufassen. Das hier ist das neue Kabel, was ihr letzte Tage in dem Video mit dem Spanning Tree oder Rapid Spanning Tree gesehen habt. Das liegt hier oben noch drauf, ist hier ganz normal am Switch angeschlossen und das ist das andere 10-Gigabit-Kabel, was wir vorher vor 2, 3 Wochen irgendwann verlegt haben. So sieht die Realität aus. Da ist der Edge-Router, sozusagen meine passive Seite mit dem DSL-Modem von Draytech. Kommen wir ja auch noch zu. Und da ist ganz normal das TC4400 und da seht ihr schon einmal DSL. Ich sage ja immer Klingeldraht-Internet und einmal Kabel-Internet und das Chaos ist halt groß. Und jetzt gehen wir in den Keller. Und auch hier wieder die nackte Realität. Hier kommen die zwei Kämelchen raus, die natürlich hier irgendwie sehr fachmännisch an der Decke entlang irgendwo, man sieht sie kaum, ne? Sie liegen hier oben drauf, da ist blau, da ist rot, man sieht sie, gehen halt hier lang und gehen ganz normal, fups, wie man es erwartet, hier oben lang in das Schmucke, Schickstück, Schmuckstück, Schmuck, Schmucke, Schickstück, irgendwo dann hierhin, bis im Endeffekt jetzt das neue Käbelchen hier oben drauf landet. Auf dem CAS 32624G, wo auch zwei neue Käbelchen gelandet sind. Und hier unten das, ja, wie nennt sich das? Türkisfarbene, ganz normal. Und das ist jetzt ja eigentlich das Abgeschaltete. Es blinkt zwar logisch, aber für RTSP ist das jetzt erstmal aus. Da oben versteckt sich jetzt der HM80, das ist auch ganz normal auf irgend so ein Brett einfach draufgeschraubt. Der steht da jetzt und das sind auch die zwei neuen Käbelchen. Aber da kommen wir jetzt ganz normal zu. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Zeichnung. Und dann gehen wir halt eben weiter durch, was wir jetzt alles noch vorhaben. Kurzer Master-Tipp noch. Wenn das Ganze blau leuchtet, ist das Ganze mindestens 20-fach so schnell. Liegt nur an dem Licht, an nichts anderem. Blaues Licht oder rotes Licht, egal, Licht im Rack macht alles 20-fach so schnell, mindestens. Jetzt habt ihr ja physikalisch alles wieder gesehen. Lasst uns zurück zur Zeichnung kommen. Was jetzt schon mal auffällt, und das ist ganz, ganz wichtig, das kann man hier raus gar nicht sehen, sondern das habe auch ich erstmal fast. Ja, erstmal überhaupt selbst verstanden, was für einen super geilen Benefit ich durch diese zwei, ja, Kombinationen im Endeffekt hinbekommen habe. Das ist, dass die obere Hälfte eigentlich ja komplett autark arbeiten kann. Das heißt, ich habe einen Switch, ich habe einen Router, ich habe Internet, ich habe irgendwie den HM90 in dem Falle jetzt dort stehen. Der steht natürlich hier oben, der, ja, DNS macht, der meinen Passwortdienst macht und so weiter, was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe alles autark da. Das heißt, wenn alles, was hier unten steht, einfach mal abkacken sollte, läuft oben alles wieder und natürlich andersrum ganz genauso. Und das Ganze möchte ich natürlich jetzt noch, ja, richtig verfügbar machen. Das heißt, ich möchte extra keinen Proxmox-Cluster aufbauen, sondern das Ganze einfach mal autark über Funktionen wie Kubernetes und Rancher. Und da kommen wir jetzt schon so langsam zu den Aussichten, das Ganze mal so aufbauen. Aber ganz kurz zur Grundsubstanz. Hier ist, fällt eine kleine Sache auf. Kein Cluster, ZFS, Replication, eigenes WLAN. Ich möchte die beiden so ein bisschen miteinander verheiraten, dass die halt eben, ja, ZFS, Replication machen, sodass wir die Daten auf der anderen Seite haben und trotzdem unsere Dienste irgendwie, ja, verfügbar haben. Dabei kann ich euch mal sagen, ich habe jetzt letzte Tage meine SSD geschrottet. Die hat nur noch oder schmeißt nur noch Fehler raus. Die war in einem der, ich weiß gar nicht, ob im HM90 oder HM80 drin. Und irgendwie, die ist komplett tot. Die andere sagt, da ist gar nichts. Aber das hier, also wirklich, die schreibt nur noch gar nichts. Also so, die ist komplett hin und komplett hinüber. Auf jeden Fall das Ganze nachher, meine ganzen Docker-Container, ich betreibe ja alles containerisiert, teilweise, nicht teilweise, sondern fast alles containerisiert. Das heißt, ja, komm. Wir müssen endlich auf das Thema eingehen. Ihr habt es euch tausendmal, millionenmal gewünscht.
Kubernetes und dann natürlich auch direkt noch Rancher hinterher, rundet das ganze Ergebnis natürlich irgendwie so ein bisschen ab. Einige haben auch das vielleicht mitbekommen. Irgendwann wollen wir natürlich das ganze Rack auch irgendwann mal so ein bisschen wirklich überwachen. Ich habe hier so ein D1 Mini, keine Ahnung, mit einem ESP 80, 66 oder 82, 66, keine Ahnung, mit tollen Temperaturfühlern und Überspannungsschutz habe ich zugesandt bekommen. Wollen wir uns auch irgendwann mal in einer der nächsten Livestreams, ey, glaub mir, Beste, was ich bisher machen konnte, die Livestreams auf Twitch. Es macht so viel Spaß. Die Community ist immer voll mit dabei. Ja, ganz ehrlich, absolutes Neuland für mich. Gucken wir uns an, kommt ins Rack rein, damit wir wirklich mal die Temperaturüberwachung im Rack endlich mal fertigstellen können. Was ihr außerdem in den Livestreams verpasst habt, wir hatten uns jetzt die letzten Tage schon mal hier die Draytech-Router reingezogen. Auch das quasi ein kleiner Ausblick mal, ja, was noch irgendwie kommen könnte. Und dementsprechend videotechnisch kann ich euch auch schon mal sagen, gehört zwar mit ins Homelab, weil ihr seht ja, ich habe ja hier das Draytech Vigo 167. Ich würde ganz gerne zumindest mal euch so ein paar Sachen erzählen über diese ganze GeForce-Technologie. Ihr seht schon hier im Hintergrund, ich habe sogar noch einen Draytech Vigor 166 von Draytech zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, ich möchte ganz gerne einmal mit euch durch die Themen durchgehen. Super Vectoring, GeForce, wo wird was eingesetzt, wann wird was eingesetzt, wann ist was sinnvoll einzusetzen. Und ja, ihr könnt sowieso nicht aussuchen, was ihr macht, denn das kommt nämlich von eurem Provider. Ihr müsst nur wissen, was von eurem Provider kommt. Bleiben wir beim Thema Homelab und ich scroll mal ganz leicht runter und ihr seht hier unten einfach mal so eine Kamera. Das ist auch das Resultat jetzt aus dem letzten Livestream. Wir haben uns überlegt, okay, alles klar, das macht ja schon Spaß, das Ganze vielleicht einfach mal auf der Webseite live zu zeigen, das ganze Rack, wie es da unten im Keller steht, so wie ihr es da gerade gesehen habt. Das heißt, ich werde einfach mal versuchen, eine Kamera dran, dann nicht da dran zu klemmen, ja doch schon da dran zu klemmen und dann wirklich einfach mal für euch, für uns live auf der Webseite zu zeigen, live zu zeigen, was halt abgeht. Ja, es blinkt ja nur, aber es geht hier um den technologischen Hintergrund und Spaß. Wie realisiert man das Ganze? Und mir wurde gesagt, mit Reolink kannst du das Ganze relativ einfach ohne Cloud-Anbindung, einfach über RTMP und preisgünstig und qualitativ gut und mit Nachtsichtgedönse irgendwie anbinden. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum ganz, ganz spannenden Thema. Auch das kommt eigentlich aus den Livestreams raus. Ich muss es leider sagen, aber daher kommt's. Wir haben uns ja was zusammengebastelt und dafür gibt es auch Einsatzzwecke und ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie es aussieht. Also, das Ding soll jetzt demnächst in das Rack reingeschraubt werden. Bestellt ist es schon. Innenleben wisst ihr jetzt noch nicht. Der Livestream weiß es schon. Wir haben uns die Sachen wirklich mühselig, ich glaube, in einer 4-Stunden-Session so ein bisschen zusammengepult und Hintergrund war einfach, ja, Ware von der Stange, die wir einfach ersetzt bekommen. Aber auch, weil zum Beispiel viele von euch wissen es, Hetzner auch Ware von der Stange, sag ich mal. Da sind auch normale Komponenten drin, aber fein erlesene Komponenten drin. Haben wir gesagt, alles klar, wir bauen das Ganze so ein bisschen grob in die Richtung. Das heißt, es sind ganz normale Komponenten, nicht irgendwas mit Super Micro, was wieder ein bisschen spezieller wird, sondern es sind ganz normale Komponenten. Zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal, ein Ryzen ist da drin. Aber viel interessanter, wofür brauchen wir denn das Ganze? Und das ist die große Frage, worüber wir uns jetzt hier auch in der Community so ein bisschen in den letzten 2 Wochen unterhalten haben. Und da ist auch einem Community-Mitglied aufgefallen, viel zu viel Strom. Und glaubt mir, auch die Selbstbaukiste wird einfach viel zu viel Strom verbrauchen. Wir haben alle Post gekriegt, Strom wird teurer. Und ich kann euch sagen, für meinen täglichen Betrieb reichen immer noch die 2 HM90, HM80, die einfach im Normalbetrieb mit meinen ganzen Containern jeweils unter 10 Watt verbrauchen, vollkommen aus und die zwei Teile langweilen sich zu Tode. Aber wenn wir denn dann doch mal einen Schritt weitergehen und überlegen, was für geile Sachen wir machen könnten, und mir schwebt einfach vor, wir wollen endlich mal was, ja, was Realitätsnahes machen, aber einfach mal geile Sachen machen, was die Unternehmen, wo ihr alle Kunden seid, so ein bisschen beschäftigen, Versicherungen, Banken und so weiter, die beherbergen eure Daten und eure Daten ist das Wertvollste, was die heutzutage haben. Euer Geld ist den zwei rangig egal, aber eure Daten sind halt lieb und gerne und dafür braucht man Big Data, Data Lakes. Was mache ich mit den Daten? Wie durchsuche ich die Daten? Und auch zum Beispiel mit Greylock, super interessant. Diese ganzen Umgebungen müssen doch irgendwie überwacht werden und Schlussfolgerungen müssen daraus gezogen werden. Super, super geiles Thema. Und ganz ehrlich, ich stolper immer wieder über die Themen künstliche Intelligenz und
Ja, künstliche Intelligenz gehört für mich auch Bots dazu. Wäre es nicht geil, wenn wir einfach mal hier selber so einen Bot bauen könnten? Es gibt dafür ganz normale Vorlagen, nenne ich sie jetzt mal. BotPress zum Beispiel, gibt noch was anderes. Aimo oder so habe ich gesehen gehabt, die wirklich super einfach sich integrieren lassen. Also persönlich, ich stelle mir gerade bei mir auf meiner Webseite einen Chatbot vor, der genauso wie ich euch in den Videos zwischendurch beleidige, der jetzt erstmal auf der Webseite mit dir interagieren kann, aber auf meine Art und Weise. Und da kommt kein sehr geehrtes Damen und Herren vor. Egal, lang gespinnt, lang drüber geredet, aber das könnte uns mit der Kiste einfach mal erörtern. Und nein, das Teil würde bei mir hier auch nicht 24 Stunden laufen. Es ist für die Videos, es ist für den Inhalt, es ist für uns gedacht. Und deswegen guckst du und ich die Videos und deswegen können wir uns das da auch ganz normal erlauben. So, ich hoffe, jetzt haben wir alle mal wieder so einen kleinen, ja, Einblick bekommen, wo wir stehen. Ich arbeite hier an 20.000 Sachen gefühlt gleichzeitig. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man das irgendwo hier sieht. Nein. Die Firma hier, Tender, hat mich auch noch angeschrieben und wollen wir uns das Ganze auch mal reinziehen, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Ich habe nur so ein bisschen mal rumgeguckt. Ist scheinbar irgendein China-Kracher mit einem deutschen Vertrieb. Ansonsten weiß ich nur, weil ich eben auf der Webseite so ein bisschen durchgeklickt habe. Ich weiß nicht, ob wir genau das Gerät kriegen, aber irgend so ein 24-Port, soweit ich weiß. Ja, wollen wir uns einfach mal reinziehen. Die Web-Oberfläche, die Admin-Oberfläche von der Kiste sah sehr, sehr interessant aus. Und die bieten wohl auch irgendwelche China-Kracher, gut, was kommt nicht alles aus China, irgendwelche China-Kracher Access Points an. Ganz ehrlich, gucken wir uns mal an und dann werden wir einfach mal sehen, was die Teile können. Und wir erwarten natürlich diese normalen Protokolle, wie eben schon am Anfang des Videos, RSTP, MSTP und sonst was. Wenn die das nicht können, sind die schon mal raus. Naja, gut, egal. Gucken wir uns auf jeden Fall an, geben wir allen mal eine Chance, würde ich sagen. Schön. Damit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Jetzt habt ihr endlich mal wieder so einen groben Überblick über das ganze Homelab-Thema. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, die einfach spannend sind, wo wir einfach auch mal ausrasten können, meinetwegen, haut's bitte in die Kommentare. Ne? Ich versuche alles zu lesen, aber ja, viel wichtiger noch, glaubt mir, dieses ganze Community-Leben macht so viel Spaß mittlerweile. Kommt auf den Discord-Server, kommt zu den Livestreams vorbei. Ja, es ist unterhaltsam. Mein Fenster steht dann zwar im Hintergrund und ihr könnt arbeiten oder was auch immer. Ihr spielt nebenbei ein Spielchen, aber glaubt mir, es macht wirklich, wirklich Spaß. Mir macht Spaß und wir ziehen das Ganze jetzt hier weiter durch. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.